Ja, servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Transport Fever 2. Hier auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass ihr wieder mit am Start seid. Wir sind jetzt bei 227.000 Dollar, knapp 900.000 bzw. knapp 1 Million werden wir brauchen für den Kauf eines Zuges. Die Strecke an sich haben wir schon, ne? Wir brauchen jetzt nur noch den Zug, damit er fährt. Da, ja, knapp 270.000 haben wir dadurch jetzt insgesamt schon erhalten. Ist gar nicht mal so schlecht. Ich würde gerne gucken, dass wir hier noch mal mehr an Werkzeugen anliefern bei Pech bzw. auch bei Lützerath, ne? Dass wir hier das Stadtwachstum auf jeden Fall noch mal wirklich voranbringen. Die Frage natürlich, wie kriegen wir hier Werkzeuge hier ran, ne? Beziehungsweise wie viele Fahrten hier, der holt Werkzeuge ab, der bringt nach Werkzeuge nach Lützerath, der auch. Das ist ein Bus, der bringt Werkzeuge nach Pech, der bringt Werkzeuge nach Pech, der bringt Werkzeuge nach Pech. Okay, dann kommt noch ein Bus. Und hier wurden gerade nochmal Werkzeuge abgeliefert. Hier wurden Werkzeuge, also es sollte sich schon bemerkbar machen, theoretisch. Dass das Stadtwachstum auf jeden Fall anwächst, hoffentlich. Der liefert jetzt Holz. Der liefert auch Holz. 280.000 Leute. Das ist natürlich für die Frage, okay, da ist auch direkt noch ein Wald, okay. Könnten wir eigentlich mitnutzen, ne? Aber gut, müssen wir erstmal schauen. Das heißt, es ist erstmal Geld verdienen. Und wenn wir dann den Zug haben, hier für die Strecke. Wir haben ja hier eine Strecke aufgebaut, eine Zugstrecke. Von der vom Eisenbergwerk zum Stahlwerk. Und wenn die Strecke erstmal läuft und damit Geld erwirtschaftet wird, dann können wir weiter investieren, und zwar relativ zügig, denke ich mal. Dann sollten weitere Investitionen eigentlich gar kein Problem mehr sein, ne? Gehe ich mal von aus. Gehe ich mal ganz stark von aus, Leute. So, okay. Das sieht gut aus. Wir müssen gucken, wie wir es am besten so optimal und effizient wie möglich gestalten, ne? Okay, die Kohle, das ist gut. 360.000 Euro, 370.000 Dollar auf dem Konto, es steigt. Ich möchte jetzt eigentlich kein Geld mehr ausgeben, da ich jetzt auch wirklich langsam mal den Zug holen will, ne? Und so gut wie es aktuell voranschreitet mit dem Geld, ne? 220.000 plus ist gar nicht mal so übel, ne? 357.000. Ist gar nicht mal so übel, ne? Wie ist die Liniennutzung hier innerhalb von Immerath? 24%, okay, nicht ganz so gut. Hier sinkt es auch, soweit ich das sehen kann. Von 250 auf 233 wird das wohl sinken. Das ist natürlich nicht ganz so vorteilhaft, aber okay.
Es sind zumindest alle Gebäude angeschlossen an das Liniennetz, ne? Das sollte eigentlich nicht scheitern. Finkenweg. Finkenweg Mittelstraße. Wer ist hier? Genau. Hier geht es Richtung Mittelstraße. Von der Mittelstraße hier fährt keiner gerade zurück, ne? Ne, okay. Neue Fahrzeuge haben wir aktuell noch nicht bekommen. Darauf warten wir noch. Okay, im Rad sinkt die Einwohnerzahl, ne? Auf 242, korrekt, man hat es gerade gesehen. Die Gebäude werden abgerissen und verkleinert. Leider, ne? Da müssen wir definitiv besser werden, ne? Ich denke mal, weil die Zulieferung von Lebensmitteln bzw. Baumaterial fehlt, ne? Okay, Baumaterial haben wir hier zu wenig. Wir machen hier aber auch dementsprechend noch ein Terminal hin. Güter. Dass hier das Baumaterial auf jeden Fall auf Terminal 1 abgeholt wird. Dementsprechend, ne? Dann machen wir hier von der Steinbaumer-Linie auf jeden Fall nochmal ein weiteres Fahrzeug. Machen wir ein weiteres Fahrzeug drauf, ne? Reicht erstmal. Ein bisschen vergrößern ist gut. Ne? Man muss das ja nicht übertreiben. Okay, ne? 450.000 knapp haben wir jetzt auf dem Konto. Sehr geil. Wir könnten, glaube ich, wesentlich mehr Werkzeuge ranbekommen. Holz, Brett, Brett, Werkzeug. Auch da machen wir nochmal zwei Fahrzeuge mehr drauf. Knapp 400.000 jetzt noch. Weil wir einfach wesentlich mehr anliefern wollen hier, ne? Sowohl in Pech als auch hier in Lützerath oben, ne? Da muss auf Dauer wesentlich mehr kommen. Ein 90% fahren nur noch Lützerath mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Also ist es schon wesentlich weniger geworden. Ne? Das waren wir bei 99%. Ne? Aber die kommen so langsam auf den Geschmack, mit den eigenen Fahrzeugen zu fahren. Ne? So langsam ja. Aber wir müssen gegensteuern. Das werden wir auch schaffen. Ne? 460.000. Der Zug wartet auf uns. Ne? Der Zug wartet auf uns, Leute. Ich freue mich mega auf den Zug. Wir haben jetzt knapp 500.000. Das heißt, wir brauchen noch knapp 400.000. Ne? Dann geht die Post ab. Dann geht die Post ab, ne? Leute. Lang dauert es nicht mehr, da haben wir das Geld zusammen und können wir wesentlich effizienter wahrscheinlich auch die Warenanlieferung machen für die Städte, ne? Wesentlich effizienter als jetzt gerade mit den Kutschen. Gehe ich mal von aus. Weil der Zug einfach wesentlich schneller fährt, ne? Ja, der Zug fährt wesentlich schneller.
Aber das kriegen wir hin. Stolzenberg Lebensmittelfabrik. Leute, ich kann es gar nicht mehr abwarten, ganz ehrlich. Ich kann es kaum abwarten. Lützerath Baumaterialfabrik. Und wir haben aber keinen Stein hier, ne? Ansonsten würde ich da noch was machen, aber haben wir ihn leider nicht. Mal gucken, ob es noch irgendwann kommt, ne? Ich bin mal gespannt. Pech wächst auf 168 Einwohner ran. Wahnsinn, geile Sache. Schön. Das heißt, wir bräuchten mehr Werkzeuge für Pech. Kommen wir nochmal ein neues Fahrzeug ran. Das nochmal weitere Werkzeuge anliefert an Pech, ne? Ist nicht schlecht, wenn Pech weiter wächst, ne? 179, wow, schön. Schön, Leute. Brett Werkzeug. Das muss jetzt laufen hier mit Pech. Weitere Fahrzeuge sind unterwegs. Ich meine, wenn Pech so viele Einwohner hat, können wir auch dementsprechend viele Einwohner transportieren, ne? Und das bringt wiederum auch wieder Geld, ne? Also je mehr Einwohner die Städte haben, umso mehr Geld können wir auch machen mit den Linien, ne? Ist ganz klar. Und darauf wollen wir auf Dauer definitiv hinkommen, ne? 550.000 Leute. Ja, ich könnte jetzt Kredit aufnehmen, habe aber keinen Bock drauf. Ihr kennt mich, ne? Ihr kennt mich ja, ne? So, ja, in andere Städte wird noch nicht gefahren. Das ist schon mal gut. Aber wir müssen gucken, wie wir es machen, ne? Auf Dauer. Auch andere Städte müssen wir noch auf Dauer anbinden. Hier Spenrad müssen wir auf jeden Fall noch anbinden. Hier ist auch relativ viel Nachfrage an dem Bus, sehe ich gerade. Auch da werden wir noch einmal einen weiteren Bus hinschicken. Stadtbus, ne? Nach Spenrad. Das ist, denke ich mal, nicht verkehrt. Hier kann auch wesentlich mehr produziert werden. Das ist auch in Ordnung. $600.000 auf dem Konto. Sehr geil, Leute. Sehr, sehr, sehr geil. Ne? Das ist verdammt gutes Geld, was wir hier haben. Und wir können echt bald investieren in den ersten Zug, Leute. Oh, ich freue mich da drauf mega. Wir dürfen einfach jetzt nicht zu viel ausgeben, dann haben wir es bald, ne? Aber wie gesagt, Pech muss wachsen. Pech muss wachsen, Lützerath muss wachsen, alle Städte, alle Dörfer müssen wachsen, ne?
Wachstum ist erforderlich und gut. Okay, Leute. 616.000, ne? Ich hoffe, dass wir in der nächsten Folge das nötige Kleingeld zusammen haben, dass wir den Zug kaufen können. Ich freue mich natürlich, wenn ihr dementsprechend dann mit dabei seid, in der nächsten Folge mit einschaltet. Morgen 13 Uhr geht's weiter in Transportführer 2 und dann wollen wir den Zug kaufen. Und Eisenerz nach, okay, hier wird gebaut. Oh, schöner Großbau, ne? Wächst Lützerath oder was? Ja, Lützerath wächst auf 149 Einwohner. Das heißt, auch hier wollen wir natürlich dementsprechend uns natürlich anschließen und weitere Werkzeuge nach Lützerath liefern. Mache ich nochmal zwei weitere Werkzeugwagen, die anliefern dementsprechend. Dann wird Lützerath auch weiter wachsen, ne? Sehr geil. Gut, Leute. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich freue mich natürlich, wenn ihr wieder mit am Start seid und sag einmal bis dahin Servus und Tschüss.